Eigentlich wird im Rope Skipping fast alles angesprochen. Sowohl Koordination, Ausdauer, Schnelligkeit, Beweglichkeit auch, weil man viele gymnastische Sprünge drin hat und Kraft natürlich auch. Lernt man verschiedene Sprünge, verschiedene Techniken und ich finde es ganz interessant, was man alles mit einem Seil tun kann und dass man auch, es ist wie so als Teamsport versteht, dass man zusammenspringt, dass man mit 4, 5 Leuten springt und das habe ich zuvor nicht gewusst und finde ich ganz interessant. Gibt es grundsätzlich zwei Teile. Einmal den Speed-Teil, also den Schnelligkeitsteil. Da geht es darum, auf eine bestimmte Zeit so und so viele Sprünge zu springen. Und der zweite Teil ist der Freestyle-Teil. Da geht es dann darum, auf Kreativität zu springen, viele Tricks zu zeigen. Und es geht nicht auf Leistung, aber dass jeder mal alle Bereiche von der Sportart kennenlernt. Hierher kommen, der Lust hat. Ich werde auch immer das Training so anpassen, dass jeder auf seinem eigenen Niveau, auf seinen eigenen Voraussetzungen aufbauen kann und niemand bevorzugt oder benachteiligt wird.